Lauf dahin. Es geht, es geht, es geht, es geht. Bisher ist keiner zu Boden gegangen. Größenwahnsinnige Piep hängt am meisten hinterher. Alle auf Passiv stellen und in so ein Gebäude rein. Rein. Die können rein. Damit hatte ich jetzt nicht so gerechnet, dass sie da rein können. Wir werden angegriffen von den Wachen. Wer will da retten? Tirik will retten. Piep retten oder was? Was macht ihr da? Drin greift an. Hatte ich nicht gerade alle auf Passiv gestellt? Ja. Boah, es hält Drin nicht davon ab. Okay. Wird alle angreifen, helfen. Und sofort schreddern. Nee, nee, lass mal. Geht da rein. Können wir hier drin jetzt... Nee, bestimmt nicht. Also wäre super cool, wenn wir jetzt unsere eigenen Betten hier aufstellen. Nein, okay. Könnten. Also statt hin und her, weil die halt ein anderes Feeling haben hier. Das sieht nicht gut aus. Bleibt jemand da drin? Wer hatte gerade das Leder aufgehoben? Tirik aber nicht einsortiert. Und du, Tirik. Tirik, 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 Tirik. Okay. Jetzt raus und einsammeln. Ach, ist noch gar nicht so viel zum Einsammeln. Mhm. Das ist komisch, jetzt von den Ameisen beteiligt zu werden, wenn sie vor kurzem uns noch alle auffressen wollten. Also die mit der leicht anderen schattierten Haut. So, husch mal kurz, hier war irgendwo noch ein Händler, ne? Da, husch kurz zum Händler, verkauf das Leder und sammle neues Leder ein. Zwölf Gammelfleisch für Hunde. Schnabeldinger lohnen sich. Wenn man erstmal stark genug ist, ja. Also wir, wenn wir die gute Ausrüstung hatten, könnten wir... Was zur Hölle? Okay, normalerweise dürfen sie wohl nicht rein. Der eine ist nur reingeglitscht. Schon ganz gerne mitnehmen. Naja, wenn du nur Gammelfleisch willst, sind die Flussraptoren, aber die weniger tödlich. Ja, das stimmt. Aber die haben ja noch den Vorteil, die Schnabeldinger, dass sie gefährlich sind. Dadurch kriegt man besseren Skill-Gain. Und Mistets. Und das ganze Leder. Und richtiges Fleisch.
nehme. Das passt alles hin und vorne. Ich nehme mal weg, 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 weg. Ja. So, Tirek, du bist jetzt bei 16 km/h. Müssen wir da ein bisschen umschichten. Stay fast, was machst du da? Ach, du bist K.O. Tirek, hebt mal den Verrückten auf. Flup. So. Festmachen. So könnte das aufgehen. Lauf. Wo ist der Rest der Truppe? In dem Haus da, okay. Egal wohin wir gehen, wir hinterlassen eine Spur von toten Ameisen. Warum auch immer Hanbu und Piep das mitmachen. Okay. Wie geht's, Jakku? Oh, hi. Bestimmt wurde angegriffen, ne? Hi. Lass uns handeln. Ich habe ein Schwert. Und ich hätte gerne deine eine Eisenplatte. Mhm. So, du kannst jetzt nach Squin wieder runter. Molly ist derweil immer noch Flasian-Rüstung herstellen. Ja, die meisten sind hoch 2, 3 sind gecrittet. Also sie kann nicht durchgehend Experten herstellen, aber ein paar sind dabei. Da ist aber gerade wieder eine. Normale, ja. Essen, Fragezeichen? Wir haben mehr als genug Essen. Ach, du meinst für einen Hund? Knochenhund? Ja, draußen hat er was zu essen. Er müsste nur regelmäßig wieder hingehen. Machen wir auf passiv, sonst, ich glaube, er hilft immer den Torwachern, wenn da was in die Nähe kommt. Und hier ist genug Essen für die drin. Für Jakku. Jakku braucht nichts zu essen. Der ist gleich wieder zu Hause. Verhungern dauert richtig lange. Auch Mangelerscheinungen kommen erst sehr spät. So, wir haben es 15 Uhr. Die Wachen sind tot. Gib, gib. Und da ist noch einer davon. Ist da ein Eingang? Nein. Geht da irgendwie rein. Alle. Ja. Gah. Verlorenes Wesen, Schwarmloser, raus. Was? Wir schicken jetzt Piep echt raus in den Regen und zu dem Monsterding da. Okay, Piep, lauf rüber in die andere Höhle. Die stehen irgendwie nicht so drauf auf Leute, die sich von der Gruppe hier abtrennen. Zickst du auch rum? Nicht so sehr. Verschwinde? Schreit immer noch. Hä? Ich glaube, der schreit immer noch. Also die Leute, die hier sind? Na gut, gehen wir wieder. Wo
wirst den Tag bereuen, an dem du unsere Waren nicht gekauft hast. Du hast gesagt, wir sollen gehen. Den kaufen wir doch nichts ein. Wir hauen hier ab. Passiv aus. Rauf da. Gleich kaputt machen. Direkt. Ja, so. Genau, der Schwarmlose hat gerade geholfen, sein Dorf zu. Naja, okay, wir haben sein Dorf getrained. Also es ist. Okay, vorsichtig. Vorsichtig Richtung nächsten. Jallen tragen? Fragezeichen. Ja, ja. Wobei das Weglaufen einigermaßen klappt. Die Schnabeldinger sind zwar super schnell, aber die kriegen das nicht ordentlich geteilt, mit ihrem Schnabel runterzuhauen. Jo. Ja, was hat ein Piep so angestellt, dass sie ihn alle nicht mögen? Woher wissen die, dass er nicht zum Schwarm gehört? Riecht er irgendwie anders, oder? Ah, weil Drohnen natürlich normalerweise immer in der Nähe von ihrer Königin bleiben. Und sie kennen ihn nicht, also muss er zum anderen Schwarm gehören, aber, ne? Dann wäre er ja da und nicht hier. Guten Abend, Sanbo. Er fragt, wie läuft die Flucht aus dem Nebelgebiet? So lala. Also nicht so krass wie gestern, was Verluste und so angeht. Aber angenehm ist was anderes. Wir sind mehrfach hin und her gelaufen. Und den können wir skippen. Okay, Tirik und Stay erfassen, wenn es zu langsam. So, Ash und Gwen sind schnell. Ash, schnapp dir bitte Miau. Gwen, schnapp dir bitte Piep. Ne, wobei Gwen schnappt die Stayer fast. So, fließender Übergang. Kannst du das von seiner Schulter runternehmen? Die Last? Ne, du absetzen. Stayer fast aufheben. Tirik nicht das Ding angreifen. Alle weg. Allesamt weg. Okay, das sollten wir halten können, die Geschwindigkeit. Gut. Zusammenbleiben. Damit wir jetzt nicht noch uns zu lange auseinanderziehen, dass wir in alle Richtungen aggroen können. Alle anderen Viecher in der Nähe sind. Wenn wir zusammenbleiben, haben wir eine größere, eine kleinere, eine kompaktere Aggro-Range. Da spricht wieder selber Quest 1, Monk. Dieses Dorf müsste eigentlich gleich da vorne sein. Keine Schnabeldinger und ja, da sind die Häuflein. Gut, 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 gut. Aber Ameisen ignorieren doch Gorillos, oder? Ja, jetzt. Oh, kriegst du da Schaden? 287? Sie werden auf jeden Fall langsamer, die Gorillos. Das heißt, man könnte taktisch das nutzen. Abgehängt, ja. Man könnte die Flussbiegung taktisch nutzen, dass man halt zur anderen Seite abweicht, dass er dann den direktesten Weg nimmt, ins Wasser kommt, da langsamer wird. Ah, hier schreien sie uns gleich wieder an, ne?
Der Trick. Wir laufen so ein bisschen mal weiter. Ja, was ist das hier unten eigentlich für ein Gebiet? Hinter dieser Wand da. Kommen wir da schon hoch? Nein. Kommen wir hier irgendwo hoch? Da ist ein Weg hoch. Probieren wir es nochmal da lang. Alles ist besser als hier. Fast. Dann müssen wir nicht den gesamten Fluss bis da hinten folgen. Also das Schwarmdorf, das ist das, was Jakob auch kurz besucht hat. Das scheint sicherer zu sein, was Schnabeldinge angeht. Aber es ist noch ein Stück dahin, deswegen hier hochgucken klingt ganz gut. Dann haben wir es auch fast nach Hause geschafft. Doch kurz und schmerzloser als gedacht. Kurz mit raussuchen. Meine Wunschliste ist gar nicht mehr da drin. Ja, das ist nur mein Affiliate-Link, das ist nicht. Wunschliste. Und da wundere ich mich, dass keiner was kauft oder fast keiner. Prioritäten, während die Leute aus dem Sorgeregen rauslaufen. Ist jetzt sicher, ne? Ja. Ich glaube, dass da. Zwei Stunden nach Hause, was hast du bitte gemacht? Wir hatten schon viel schlimmere Wege nach Hause als 2 Stunden. Kurze Zusammenfassung, wir sind von Bastard an die Küste, runter hier, haben hier ein ganzes Camp gefunden von Schnabeldingern, also 10 oder 12, sind wieder zurück, haben Ameisen rübergeschickt zu der uralten Werkstatt, sind wieder hierhin zurück, haben dann hier nochmal gerastet, um alle hochzuheilen, haben dann kurz überlegt, wieder hoch rumzulaufen, sind dann aber doch wieder runter, kamen hier irgendwo nicht durch und sind dann doch wieder hier durch, hier lang und jetzt raus. Ja, das war der Ablauf. So, jetzt aber in die Zivilisation. Jetzt da rein. Ist gut gesichert auf so ein Ding drauf. Atmak ist Scheck. Checkgebiet. Ja, sehr gut. Bin genau falsch rumgelaufen. Huh? Das können wir noch umändern. Geh dahin. Zum Glück, ah, da ist der Eingang, okay. Pass auf deine zerbrechlichen Knochen auf, Glatthäuter. Charmant. Hier ist ein Shinobi-Turm, der abgeschlossen ist. Das sind überall Türme, was sind keine Shinobi-Türme? Das sind einfach nur die Wachtürme. Fraktionshauptquartier. Eine Bar ist hier und so ein Schlafding. Da
Da gucken wir mal kurz rein wegen etwaigen Rekruten. Aber die sieht zu spartelig aus, das wird einfach nur Level 1 Char sein. Peace und Skinner. Nee, wir suchen nur tolle Leute. Sorry. Und das. Er scheint was Besonderes zu sein. Glatthäuter, Blechmann, Verbannter. Es ist mir egal, wer du bist und wie du aussiehst. Das hier ist ein Neuanfang und ich brauche Arbeit. Heuerst du an? Ja. 6000 Katz, ich bin Ingenieur. Erik? Das ist die Reinkarnation von dem anderen Erik. Ein neuer Erik, der letzte gefressen wurde, ja, richtig. Ich habe nicht so viel Geld. Das hört sich nicht so toll an von einem Chef. Dann verkauf mal. Dit und die CPU halt behalte ich. Säbel. Hält mir schon die 6000. Die ganzen. So. Erik 2.0, du bist nicht Erik 2.0. Schupp. Okay. Erik 2.0 hat. Ui. 49 Ingenieur. Alles gut. Alles gut. Ja, wird denn. Ich denke, wird dann auch einer von den Zuhause-Leuten bleiben. Also in Kullet dann später, ne? Hat sich doch schon mal gelohnt. So, alle Samen, bitte den Weg hier wieder raus. Da lang. Und irgendwie Richtung Süden halten. Ne, Richtung Osten halten, da müssen wir lang. So minimale Details, Süden, Osten, irgendwo da lang. Hauptsache weg vom Nebel. So, also, nächster Halt, Squin, schlafen. Dann die Waffenkammer, Rüstungskammer plündern. So, Glühwürmchen-Modus aktiviert. Waffenkammer. Ruhen entdeckt. Wo? Das Ding da, huh? Kettenrüstung in hellblau. Ist 2000 wert. Komm mit. Rugestein. Beschädigtes Buch. Fragmenttext. Nö. Platten. So, die Fragmentäxte sind jeweils auch noch. Kann ich nicht aufheben. Ja, soll da vielleicht jemand hingehen, der noch Platz hat, ha? Hier, Ruka.
Sind zu groß? Ja, wahrscheinlich. Gut. Dann weg. Bräuchten wir so einen größeren Rucksack? Wobei, wir haben einen mit so einem größeren Rucksack, richtig? So ein Plünderer-Rucksack. Oder ist er zu Hause geblieben? Ja, für die Zukunft werde ich auch mal merken, dass wir die Plünderer-Rucksäcke dann mitnehmen. Wir müssen eigentlich da lang. Da hoch. Hier sind gar keine Wildtiere irgendwie, huh? Also verglichen mit dem Gebiet da eben. Also hier gibt es diese Dust Bandits und die Ausgehungerten und so, aber das ist ja alles Pillepalle wirklich mit den Händen. Rudelbestie Nomaden. Ja, die Nomaden lassen wir schön in Ruhe. Du bist ehrlich gesagt nicht einmal allzu stark. Du solltest vorsichtig sein, deine Gliedmassen werden zu einfach abgeschnitten. Oh, das ist, glaube ich, eine Interaktion mit Piep. Und ein paar hübsche menschliche Damen. Weibliche menschliche Damen. Ja, ich würde gerne so eine sehen. Du hast hier ein paar. Hey, ich bin eine hübsche menschliche und weibliche Dame. Richtig. Piep. Sehr schön. Was soll das heißen? Schluckt nervös. Antworte mir, Piep. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass... Oh, halt den Mund, genau. Wer Piep? Ich mag Piep. Wer ist sonst noch weiblich? Ich, du Trottel. Piep ist so verwirrt. Ja. Oh, Namensplaketten von unseren Leuten. Wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause und wir leben und wir haben keine Toten und wir sind mehr als vorher. Alles gut. Sehr erfolgreiche Weltwanderung. Squin. Ah, oh, Gott sei Dank. Schlafen, 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 schlafen. Ja, alle Aufgaben an. Busch, weg. Oh, Spielcrash, nein. Du gehst jetzt nicht echt Kupferressource bedienen. Nein, die Aufgaben bitte raus. Wir werden hier nie wieder Kupferressourcen abbauen. Naja, nie ist. Ne? Aber nicht in den nächsten 4-5 Streams, wenn alles so weit läuft, wie ich es plane. So, die hier kennen also noch gar keine Kupferressourcen, die ist. So. Erik auch ab Rainer, auch wenn du nicht schlafen kannst. Wir brauchen mehr Betten. Gwendolyn, hau dich hin, auch wenn es für kurz ist. Ah, Taschen ausleeren und. Warum gar nicht so viel in den Taschen? Hier, Forschungsartefakte. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Die können rüber. Egan hat auch noch Bücher gekauft. Könnten auch noch rein. Das komische Ding kann auch noch rein. Egan hat doch Bücher gekauft. Krams.
Oder war es Jakku? Ich glaube, es war Jakku. Genau, hier. Du, die alle auch noch rein. Dann können wir jetzt nämlich die, die besseren Forschungen erforschen. Also da ist jetzt ja sehr kurzfristig, also eventuell gleich noch, ja, schaffen wir gleich noch, zurück nach Kullet geht, könnten wir jetzt schon mal Sachen erforschen, die uns dabei helfen, in Kullet mehr, ne, zu reißen. Zum Beispiel bessere Eisenplatten, damit er hier mehr Schwerter schmieden kann. Und danach bessere Brunnen für mehr Wasser. Danach noch mehr Eisenplatten. Eine angetriebene Steinfabrik. Na gut, jetzt haben wir schon Mauern einmal außenrum. Ich weiß nicht, ob wir das... Regensammler? Diese können auf Dächern von Gebäuden platziert werden, um Regenwasser in Gebieten zu sammeln, in denen Brunnen nicht benutzt werden können. Dazu müsste es aber auch regnen, hä? Hattest du schon Strom? Doch, hatte ich. Ich hatte schon Strom. Also nur eine Windmühle, aber grundlegend haben wir Strom. Verteidigungsmauern. Ja, ich hoffe, man kann die regulären Mauern aufstufen, die wir haben, zu solchen Dingern. Verbessertes Kochen. Dauert auch nicht lange. Und so wirklich viel mehr kommen wir auch vorerst nicht. Genau, Talana geht ran. Forscht fleißig. Die anderen cyclen die Betten durch. Oh, die sind gar nicht so super angeditscht. Gute Nacht, Tabok. So, was nehmen wir denn mit? Also Kullet hat schon das meiste. Die ganzen Forschungsbücher sollten wir da mitnehmen und das Zeug. Oh, Ausrüstung. Ausrüstung, Ausrüstung, Ausrüstung. Gehen wir reihum. Kiru, komm her. Job. Job. 11, 17. 16, 26, ja. Wobei die erhöhen auch noch die Ausweichwirkung und Geschick und Nahkampfangriffsbonus. Ich glaube, da bleiben wir bei den alten. Ja, die verkaufen wir. Nehmen wir die da rein. Verkaufen, verkaufen. Dann Ashlyn. Gute Schuhe. Die haben 5, 8. Die haben 38, 35, ja. Die werden verkauft. Die Hose dann auch, wenn das hier irgendwo passt. Ja, so. Miau. Das ergibt nur 8,20. Das kannst du tauschen. Das wird verkauft. Wo ist die Brustplatte gelandet? Brustplatte ist weg. Das verkaufen. Und dadurch laufen jetzt alle einen Ticken langsamer, weil die 10% da fehlen. Willst du erstmal deine Truppe ausrüsten, bevor du Verkauf planst? Ja, wir schieben gleich noch hin und her. Und da müsste noch eine zweite Kiste sein, mit auch noch Zeug drin. Hier. Also, wir sollten genug haben. Luca. Die ist minderwertig, die wird verkauft. Du hast gar keine Rüstung an, kriegst die Rüstung an. Talana behält die da an. Da sollten wir jetzt versuchen, hier noch höhere Ränge zu finden. Also erstmal für alle blau.
Ja, so lange, bis wir selber irgendwas herstellen können, was besser ist als das da. Aber das hat echt gute Stats. Also jetzt nicht Schutz, aber halt aggressivere Variante. Das weg. Das ran. Kopf hat sie noch gar nichts. Nicht du, Tirik. Tirik. Genau, das Kettenhemd kommt weg. Wenn du wieder in Kulleth bist, werden sich schon gelegentlich ein paar Ninjas melden, die Kleidung spenden. Ja, das hoffe ich auch. Das klingt sehr gut. Stay fast. Hosenwechsel, überhaupt mal Rüstung anziehen. Wie gesagt, der Rollkragenpullover wäre noch ganz nice. Das heißt, wir nehmen auch gleich wieder einen Schwung Kupfer noch mit zum Verkaufen. Also der letzte Schwung Kupfer. Der da. Gwendolyn braucht auch noch eine Rüstung. Das ist ein richtig gutes Upgrade für die Truppe gerade. Kannst du ja fast ihr das Kettenhemd geben, oder? Das Kettenhemd macht langsam, glaube ich. Ja. Ziemlich langsam. War doch nicht so gute Stats, was Verteidigung angeht. Gute Abdeckung, ja, aber. So, Hose, das weg. Du hattest keine Schuhe. Achso, die Holzsandalen bleiben als Teil der Standardausrüstung. Also Standardausrüstung für unsere Truppe ist jetzt Holzsandalen, was zum Bandagieren, was zum Schienen, ein Schlafsack. Das ist schon mal, ne? 60% deren Inventars. Achso, und noch ein Rucksack. Aber den ziehen sie nur an, wenn es ein schwarzer Rucksack ist und davon haben wir noch nicht so viele. Stiefel für Stay Fast. Stimmt. Der wird im Schlaf mal angezogen. So. Irgendwo gab es auch noch einen schwarzen Rucksack. Da. Achso, Eschlein hat schon. Gero. Jemand, der noch gar keinen hat. Hier, der Lana. Da. Lana. Schlafsäcke, Rucksäcke schnappe ich mir später. So, wo waren wir? Ich glaube, Skinner ist dran. Skinner hat schon. Hethrick. Wo ist Hethrick? Hi. Hethrick. Er wollte bestimmt wieder heimlich zu seiner. Ja, Schmuggelkontrolle ist okay. Er wollte bestimmt heimlich wieder zu der Kupferader. Einfach nur so aus Gewohnheit für schönen Alltag und nicht von Schnabeldingern weglaufen, Gorillas ausweichen und all so ein Gedöns. Also dahin und guck mal, ob du da was findest für dich. Schuhe zum Beispiel und das da und eine Rüstung. Jalen kriegt. Also Jalen kriegt Schuhe für ihren Cyberbein. Das hier rum drauf, jetzt haben wir fast nichts mehr. So, das ist keine Hose. Das ist was anderes. Nö, das kann weg, das kann dahin. So, jetzt haben wir noch ein paar neue. Er hier zum Beispiel könnte den Ramsch haben, der über ist. Verteile das mal an die. Ja. Der neue Erik könnte auch noch sowas gebrauchen. Hat noch jemand so eine Rüstung über? Hosen haben noch über. Rüstung sehe ich jetzt so gerade keine.
Nö. Ja. Okay, also wir haben ein bisschen Ramsch zum Verkaufen. Trotzdem sollten die Leute erstmal noch ein bisschen mehr heilen. Danach müssen wir gucken, wer wie viel tragen kann. Und dann von hier auch noch Baumaterial, Eisenplatten und all so ein Krams mitnehmen. Und dann geht es aber auch gleich Richtung Kullet. Oh, wir sind alle schon wach. So, wir schlafen. Der kann verkauft werden. Jalen kann raus. Der Fass kann ein bisschen pennen. Hanbu kann raus. Ich kann noch ein bisschen pennen. Was macht Tirik da oben? Tirik ist fit. Tirik starrt auf Beute, die er mitnehmen kann. Ja, hier nimmt schon die Eisenplatte. Aufgaben. Alle Aufgaben aus. Tirik. Eisenplatten mit. Baumaterial mit. Waffen. Oh ja. Das Ding macht 0,03 und 0,32. Die hier machen beachtlich mehr. Und Wasserkashi anstelle einer Stange klingt auch sehr gut. Ashlyn hat schon hohen Säbelskill. Ich gebe das, glaube ich, lieber jetzt erstmal denen, die schon ein entsprechenden Skill haben, damit wir einfach einen Start haben in Kullet. Oder ich gebe einfach wirklich allen die Stäbe, dass sie dann später auch... Ja, komm, das mache ich. Ich will später gerne einheitlich ausgestattet sein. Das heißt, auch die Leute, die jetzt gerade mit den Säbeln gut umgehen können, kriegen einen verfiebten Stab. So. Zum Trainieren. Aber die, die schon besser damit umgehen, kriegen halt die besseren Stäbe. Ist auch noch ein Stab. Dahin. Brauchen viel mehr davon. Viel, viel mehr davon. Okay. Lass doch ruhig ein bisschen Varianz in den Waffen. Nein. Ich bin kein Fan von Varianz. Also Jakku ist weiter dabei. Es geht auf, ne? Ja. Er macht das noch zu Ende, dann ist vorbei mit Schmieden hier. Der Trupp wird auch komplett gemerged. Und ja, Hundi darf auch mit. Wir haben jetzt einen 20er Trupp. Nice. So. Und hier oben ist das gröbste Stein gesammelt. Hier unten, Talana, kümmert sich ganz freiwillig um die ganzen Bücher, die hier rumliegen. Und das Zeug. Stahlverband, das können wir alles später irgendwann nochmal abholen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Rucksack im Rucksack nehmen wir auch gerne mit. Und die Schlafsäcke. Wir haben nicht so viele, wirklich viele Betten in Kullet, ne? Ja, wie schwer beladen bist du jetzt? 20. Geht. Geht, 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 geht. Piepe sehen wir noch. Zu lahm. Obwohl er fast gar nichts trägt. Oh, 7 Kilo. Okay, was gesagt. Miaus bei 14. Irgendwie mache ich eh noch einen Trip bei einem Händler. Wir müssen die Forschung nicht hier abschließen, ne? Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Na gut, alle anderen außer Talana gehen bitte mal. Zu dem hier hinten, Rucksackhändler. So, und ihr macht bitte alle Aufgaben aus und alle auf Passiv.
stürmen wir den Laden. Hallo, Kunden. Zeig mir deine Waren. Okay. Also, Schuhe werden nicht verkauft. Ja, Säbel und Hosen werden verkauft. Das komische Ding wird verkauft. Der Hund kann nichts verkaufen. Was bleibt? Du weg, du weg. Das ganze Erz weg. Richtig schön ausmisten. Ich glaube, das ist besser als... Ja. Gut, wo war ich? Ich glaube, ich bin durch. Ja. Hast du jetzt noch so einen schönen schwarzen Rucksack oder sowas? Nö. Könnten noch mehr Schlafsäcke... Kauf mehr Schlafsäcke. Wir bauen erstmal gleich ein riesiges Schlaflager einfach nur auf, damit... Ash hat auch eine Hose? Ah ja, stimmt, danke. Ein riesiges Schlaflager in Kulit auf, damit wirklich alle 20 Leute da auch gleich schlafen können, wenn sie wollen. Und dann bauen wir nach und nach ein Haus und das Haus dann komplett nur zum Schlafen, das ist die Kaserne. Beleidigst du mich gerade? In Kulit erstmal ein riesiges Sleep-In, ja. So, Talana und die Brunnen brauchen anscheinend doch länger. Machen wir es vor Science. Wir laufen jetzt alle geschlossen nach Kulit. Was ja schon... Ah, fuck. Das Säuregebiet vergessen. Egal. Wir laufen jetzt alle Essen mitnehmen. Tirik sollte die Taschen leer gemacht haben, weil er einen Befehl hatte. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Die KI hat unsere Taschen leer geräumt. So. Gott, wie schnell ist Tirik jetzt? 16. Dann tacker das mal fest. Stay fast. Ist bei 24. 23 ist okay. So. Also, wir laufen durchs Säuregebiet. Warum? Es tut doch weh. Ja, aber da sind nur diese Kampfroboter. Die Kampfroboter sind sehr langsam. Und es tut nicht so doll weh, dass wir sterben würden. Und hier, Radex mal gerade. Dann geh wieder südlich vom Säureregen lang, wie als du die Sklaven befreit hast. Stimmt, die Strecke habe ich ganz vergessen. Danke. Hier gab es irgendwo diese... Kneipe? Genau, die Schmugglerbar. Dann die Schmugglerbar, dann hier und dann da irgendwo hoch. Ja, das klingt super. Ah, auf nach Hause. Nach wie viel Streams jetzt? 4 oder 5 Streams auswärts? Mindestens. Geht's zurück nach Kulit. Nimm die Baumaterialien aus dem Säuregebiet mit. In dem Säuregebiet, also wir brauchen keine Baumaterialien wirklich. Auch die, die wir jetzt geholt haben aus der Stadt, hätten wir. Könnt ihr bitte alle zusammenbleiben? Wo ist Molly? Da. Auch die wir jetzt mitgenommen haben, hätten wir nicht mitnehmen müssen, weil in Kulit steht schon alles. Also die Mauern sind schon drumherum gebaut. Es müsste da auch ein Baumateriallager geben. Und mit 20 Mann kommen wir auch recht schnell an die Steine, um da mehr rauszuholen. Das sollte eigentlich okay sein. Ah, Wasser, das mal nicht tödlich ist. Das ist echt krass. Als ich angefangen habe zu spielen, dachte ich echt, die Wüste wäre das schlimmste Gebiet auf der Welt. Und ich habe mich dafür geohrfeigt, dass ich da versucht habe zu siedeln und alles. Und jetzt stellt sich raus, es war ein richtiges Paradies da.
hoch. Die Kampfroboter waren doch nur Deko. Nee, da sind auch ganze Patrouillen, also ganze Dreiergruppen von Aktiven davon. Haben uns doch schon angegriffen. Aber wir sind halt lahm, kann weglaufen. Ja, Knochenhunde, soll das nicht vorlaufen, da kommen gerade welche. Ja, die laufen genau zu uns, aber wir schaffen das schon. Passiv mal ausmachen. Alle angreifen. Aber macht ihr nichts? Nicht halten. Sieht gut aus mit 20 Leuten, ne? Haben die so gute Sachen so allgemein? Ey. Die Dinger wiegen 6 Kilo und sind 250 wert, ne? Jakku, namenslos. Du könntest wichtig sein. Jetzt gerade alle auf einen ein. Ja. Der kam gerade irgendwie noch dazu. Schwere Bolzen. Die Fledermaus ist ein bisschen was wert. Ich würde aber eigentlich ganz gerne weiter. Schlägt Molly mit bloßer Hand zu. Ah, weil sie gar keine Kämpferin ist. Stimmt, das war unsere Schmiedin. Deswegen. So schön bandagieren dann weiter, bevor die wieder aufstehen. War da. Also ich glaube, das hier war die Höhe, auf der man lang konnte. Schweber, kleiner Gleichschnabelding, auf jeden Fall. Die Schweber konnten wir schon vor 4-5 Streams mit 8 Mann oder so umhauen. Weniger. Der Sumpf. Ja, der Sumpf hat auch so seine Horrorgeschichten. Warum besuchen wir nicht das berühmte tanzende Skelett, während wir schon in den Sümpfen sind? Das ganze Reisen hat mich durstig gemacht. Könnte etwas Rum vertragen. Gibt's wohl auch im Sumpf mehr. Hm? Ja, also ich wurde sehr früh gewarnt. Geh nicht in den Nebel, geh nicht in den Sumpf. Das eine haben wir jetzt gesehen, das andere müssten wir nochmal testen in Beizeiten. Aber erst, wenn wir meisterhafte Waffen haben und Rüstungen und alle 20 hier auch ordentlich hochtrainiert sind, dann können wir auch mal ins Sumpf gucken. Hier war gar nicht so richtig, ne? Wir müssen weiter darum.
Oh, jemand war da verwundet. Jetzt nicht von irgendeiner Riesentruppe Slaver, das angegriffen wird, weil ich glaube, Slaver könnten uns immer noch Probleme machen, weil es eine große Gruppe ist. Die sind auch gepanzert und alles. Mm-hmm.